Yay, Konfetti. Hallihallo und herzlich willkommen beim total lustigen Death Stranded. Ich bin der Baume, wir sind live auf Twitch und es gibt Konfetti, wie es scheint. Ja, das Stream Deck und seine Aktionstasten sind manchmal nicht so hundertprozentig präzise, wie man sich das wünscht. Schade. Nun, da muss ich wohl wieder ein wenig basteln und feintunen. Boah, das war ja laut. Dem Bebel geht's gut. Leck mal an dem Kabel. Leck mal an dem Kabel. Zeit für die Matzen. Ihr sagtet, ihr würdet alles tun, was in eurer Macht steht, um Bibi zu retten. Was tun wir? Aber wir können deinen Sohn noch nicht entlassen. Glaub mir, wenn ich sage, dass es so am besten ist. Ist das Bibi vielleicht das erste Bibi? Maske, die mich nur angelogen hat. Ist das Bibi vielleicht das erste Bibi, das jemals gebibbit wurde? Ist der Vater noch irgendwo? Ist selber auch ein Bibi geworden? Sind wir alle das Bibi? Das sieht voll doof aus, wenn die Leiter so halb ausgeklappt ist. Sam, nur aus Interesse. Ja? Wie geht es ihm im Moment? So lala. Bevor ich antworte. So lala, so lala. Wenn ich das BB anschließe, sehe ich Dinge. Was denn für Dinge? Ponys. Ein Gesicht. Ein Unbekannter, der mich ruft. Ich sehe auch diesen Raum. Dort reden andere Leute, aber ich kann sie nicht verstehen. Oh, der Durchbluteffekt. Habe ich dich nicht davor gewarnt? Du hältst die Erinnerungen des BBs für deine eigenen. Das sind falsche Rückblenden. Mehr nicht. Lass es mich erklären. Ein Bibi wird seiner Todmutter mit etwa 28 Wochen entnommen und in eine Kapsel gelegt. Also noch vor seiner eigentlichen Geburt. Diese Prozedur stoppt seine Entwicklung. Aber auch mit 28 Wochen kann sein Sinnessystem bereits externe Stimuli verarbeiten. Sicker-Effekt? Oh ja. Es kann diese Informationen definitiv in Erinnerungen umwandeln, Lady Lilleshield, die über eure Verbindung in deine gelangen können. Guten Abend. Und wen habe ich dann gesehen? Vielleicht jemanden vom medizinischen Team oder einen BB-Techniker, ist das wichtig? Das BB ist schon eine Weile in Benutzung. Es ist durch viele Hände gegangen. Woher soll ich wissen, wer einen Eindruck hinterlassen hat? Weil du der Experte bist. Niemand ist Experte, Sir. BBs wurden vor Jahrzehnten im Geheimen entwickelt. Sie sind wie ein Buch mit 7 Siegeln. Wir benutzen sie, verstehen sie aber eigentlich nicht. Glaub mir, ich wollte mehr darüber erfahren, aber das es ist gibt wie Excel. Noch alte Aufzeichnungen. Wenn ich etwas herausfinde, sage ich's dir, okay? Dad, mein Ehrenwort. Ich komme nicht umhin, ihn ein bisschen zu mögen. Terminal die Auftragsliste. Auftragsliste, Auftragsliste. Zu welchen Themen komme ich denn dazu? Wir reden um Todgeburten. Nein, Todmütter. Das Kind lebt noch. Chiralium-Überwachung und holographische Systeme laufen normal. Also ganz normal. Leider ist unser Drucker offline. Ach ja, der Drucker ist offline. Ja, ich weiß, nachdem du dich so abgemüht hast, uns das ganze Material zu beschaffen. Du bist das Scheiße. Wir haben vor einer Weile ein Teil bestellt, das nie ankam. Ohne das Teil kommt der Drucker nicht ins chirale Netzwerk. Die Mules müssen... Hab das mal mit einer Büroklammer ein bisschen Kaugummi probiert. Wenn ich richtig liege, haben sie es zu ihrem Ablageplatz gebracht. Ihr habt kein Kaugummi, ne? Weil ihr keine echten Menschen seid, sondern du nur Hologramme. Nicht zufällig unser Eigentum zurückklauen. Ich finde, niemand wäre besser geeignet als du. Weil Hologramme kauen keine Kaugummis. Die kauen nur holographische Kaugummis. Und die kleben ganz schlecht. Hab ich schon probiert. Apropos Bibi. Bibi ist wieder schwanger. Bibi kriegt ein Bibi? Oh na, warte, das würde ja heißen, dass sie ins Koma fällt. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nie gesagt. Hä? Ach, wir können noch ein Stück in die Richtung und dann wieder zurück. Das ist nice. Das mache ich. Und was ist das? Das kann man ja dann auch noch machen. Was ist das Orangene hier? Ist das das Jagdgebiet von den Dudes? Das ist ja scheiße. Da will... Oh, ach ja, da standen die ganzen Blobsies drin, die den Scannen und Alarm schlagen. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ich mache erstmal das und dann komme ich zurück und dann mache ich das und dann komme ich zurück. Oder ich mache beides. Ich mache beides.
Habe ich beide ausgewählt? Ich habe beide ausgewählt. Gut. Mama hat den Plan für einen Wachturm in deinen TCK geladen. Was? Hast du keinen dabei, solltest du einen herstellen. Man weiß nie, wann man ein Gebiet ausspähen muss. Hier ist noch Platz. Super. Aber ich habe doch schon einen dabei. Habe ich den jetzt nicht gerade festgemacht? Ich habe den doch gerade... Habe ich jetzt... Wie viele von den Dingern habe ich denn? Okay. Okay. Sorry, ich komme jetzt erst, weil... Telefondinge. Und Männer sind doof. Außer die hier Anwesenden. Oh, danke, dass du Kuro nicht doof findest. Sehr schön. Telefondinge. Das klingt anstrengend. Schön, dass du hier bist. Menschen sind doof. Ich habe letztens erst wieder festgestellt, dass 80% aller Menschen auf der ganzen Welt mir einfach nur im Weg rumstehen. Mehr machen die nicht. Also, wie gesagt, ich bin großer Fan von dieser Simulationstheorie. Alle Menschen auf der Welt sind einfach nur am Eideln. Das sind nur irgendwelche Eidelprozesse, die die U-Bahn füllen, damit ich damit fahren kann. Damit sich das lohnt, eine loszuschicken. Dieses Gerät, das du da hast, ist ein Kristallsammler. Wie der Name nahelegt, kannst du gesammelte Kristalle darin sicher aufbewahren. Cool. Und was mache ich mit den Kristallen? Mein Essen würzen? Sie durch die Nase ziehen? Ah, lass mich beschreiben, wonach du suchst. Wer bist du denn? Chirale Kristalle wirken auf das bloße Auge golden und haben oft Formen, die an menschliche Hände erinnern. Das ist creepy. Stein und Geröll in ihrer Nähe schweben meist ein paar Zentimeter über dem Boden. Auch das ist creepy. Und am häufigsten findet man sie in Gebieten mit viel Niederschlag. Du meinst, die schweben so wie deine Haare. Regen, schwebende Steine, goldene Hände. Das ist deine Trinitas. Suche nach diesen drei Dingen und du findest die Kristalle. Hab ich sogar schon gefunden. Wenn du besonders aufmerksam warst, weißt du vielleicht schon, wo du suchen kannst. Hat er mit den Augen noch so gemacht oder war das ein Glitch? Gut, verbinde Port Not City mit dem chiralen Netzwerk. Sammel chirale Kristalle und Bergungsschnittstelle des chiralen Druckers. Ich würde sagen, wir kümmern uns das mal um den chiralen Drucker. Oh, ein Kirby! Yike! Es gibt ein Kirby-Emote. Ich will überall Kirby-Emotes hinmachen. Geht's dem Bebel gut? Wie kann ich nochmal auf das Bebel gucken? Kann ich mir das Baby angucken? Hallo Baby! Yeah Baby, was geht ab? Ich muss nur mal üben, dich zu beruhigen. Können wir das mal kurz machen, während es nicht brenzlig ist? Okay. Es blubbert kleine Bläschen, die wie Herzen aussehen. So ein Quatsch. Hör sofort auf den... Hör auf damit. So habe ich dich nicht erzogen. Wenn ich dich schüttel, spielst du gefälligst Luftgitarre. Das mit den Herzchen lässt du ganz schnell sein. Sonst wird Papa aber böse. So, wo soll es jetzt lang gehen? Da hoch. Ja, komm, dann gehen wir da mal hoch. Ich muss jetzt das ganze Gebiet untersuchen. Ich check immer noch nicht so ganz, wozu eigentlich jetzt nun die Briefkästen gut sind. Sprach der Baume, der sich hier mit Mühe und Not gerade eben reingeschleppt hat. Was sind denn das für Fußstapfen? Ist das, wo ich herkomme? Es mag eine Regel oder eine Gewohnheit sein, aber die meisten Mules nehmen gestohlene Sendungen mit nach Hause. Briefkasten finden, Fracht zurückklauen. Ist ganz einfach. Aber Vorsicht, diese Typen sind bewaffnet. Wenn das schief geht, musst du kämpfen. Aber womit? Mules bezwingen. Angreifen. Ich soll die boxen. Hä? Was ist das? Nein.
Das ist jetzt weg. Aber ich habe das jetzt nicht aus der Welt gelöscht, oder? Ich habe das jetzt nur aus meiner Welt gelöscht. Damit woanders... Du kannst einen Packseil benutzen, um Gegner schnell bewusstlos zu machen. Wie awesome ist das denn? Kann ich ihn auch mit einer Leiter bezwingen? Habe ich überhaupt noch einen Packseil? Eins! Eieiei. Ich bin voll der Stealth-Ninja. Liegt aber auch sonst nichts, ne? Babybaume. Was soll das heißen? Sam sieht anders aus. Was ist passiert? Ja, Control gibt's ein andermal. Was? Nein, er heißt ja Sam. Er hat sich die Haare zurückgebunden. Das ist passiert. Lass das Seil ruhig los, wenn du das... Oh, schmeiß es doch nicht da runter. Aber kann ich das kontrollieren, wo ich das hinschmeiße? Er schmeißt es immer nach hinten, ne? Das ist nice. Okay, so macht das Sinn. Okay. Oh, dann kann ich da schnell eins reinstechen und das dann runterwerfen und dann... Nee, ich kann immer noch nicht an Dingen hoch... Ich bin gerade voll an dir vorbeimarschiert, hä? Hätte ich dich beinahe nicht gesehen. Kleine Hand, du. Na bitte. So. Cool. Jetzt muss ich gar nicht in die Ecke latschen. Was? Die Anzahl der in deinem Besitz befindlichen Kristalle wird unter dem Rand der Handschellen dein Herz, Blutvolumen, dein Baby-Stressniveau, dein... Ausdauer, die Haltbarkeit deines Schuhwerks, oh, das war das. Das Gewicht der momentan mitgeführten Fracht und die Gesamtzahl der Likes werden dort ebenfalls angezeigt. Am unteren Rand der Handschellenkarte, also hier. Wo sind die Kristalle? 7, na gut. Ja, wie laufe ich denn? Oh, da hinten ist so ein böser Scanner. Da ist ein Mule-Stiefel. Vergiss nicht, Sam. Ehe du dich dem Mule-Anlageplatz näherst, solltest du mit Hilfe eines Wachturms prüfen, wo sich der Briefkasten mit unserer Fracht befindet. Also hier. Gucken, da hinten liegt noch... Oh Gott, da ist ein Scanner. Mit Hilfe eines... Da ist noch ein Scanner. Sapalot. Hier ist ja was los. Keine Sorge, ich baue gleich einen Wachturm. Das hier sieht erstmal übelst safe aus. Hat er mich jetzt gescannt, der Scanner? Ich bin doch aber im hohen Gras. Ich glaube, das heißt einfach nur, dass ich deren Gebiet jetzt betreten habe. Sehe ich das richtig? Scanner. Scanner, Wachturm, Scanner. Ich hab gar keinen Wachturm. Konstruktion errichten. Der Bau einer Konstruktion verbraucht verfügbare Bandbreite. Ah, ich hab's verstanden. Das sind Sets zum Konstruieren von Shit. Und ich kann mir jetzt raussuchen, was ich bauen will. Sehe ich das richtig? Ja, aber das ist doch jetzt fucking Briefkasten. Frachtscanner, R1. Kann ich das auch ändern? Briefkasten. Ah ja, okay, ich glaube, ich hab's. Briefkasten, Wachturm. Hindernis entdeckt. Ich kann den nicht direkt hier hinflanschen, okay. Macht Sinn. Ja, aber wo? Wo denn dann?
fällt das denn nicht auf, wenn ihr plötzlich einen Wachturm aus dem Boden schießt, wie so ein Pilz? Denken sich die... Wie heißen die nochmal, die Mules denn dann nicht? Hey, guck mal, da ist gerade ein riesiger Wachturm entstanden. Ich glaube, jemand guckt nach unserem Shit. Oder sind die gerade... Die sind bestimmt auf Achse. Die haben ihren Shit zu Hause abgeladen und sind gar nicht hier. Ja, aber dann müsste ich ja keinen Wachturm bauen, um vorsichtig zu sein. Also, so viele Fragen. Ist noch einiges nicht geklärt. Der Bau von Konstruktionen verbraucht chirale Bandbreite. Konstruktion abgeschlossen. Wachtürme. Mit Wachtürmen kannst du das umgebende Gebiet von hohen Punkten aus beobachten. Öffne über Hübbelplöpplöp das Konstruktionsmenü, um die Liste aller auf den verschiedenen Konstruktionsstufen verfügbaren Funktionen aufzuführen. Konstruktionsmenü. Was? Falsch. Ich glaube, ich soll in den Wachturm rein. Deine Aufgabenliste eines Auftrags. Wähle Hand, Schellmenü, Aufträge und... Ich will den Wachturm benutzen. Und nun? Huch. Okay. Kann man auch zoomen? Okay. Da oben liegt irgendwas. Ich kann auch nicht scannen, oder? Da unten liegt irgendwas. Da ist ein Lurch und zwei Lurchis. Den könnte ich von hinten knebeln. Da unten, das haben wir drei Lurchis. Und da ist der Briefkasten, den ich brauche, oder? Schnittstelle des chiralen Druckers. Okay. Okay. Endlich wieder gescheit tippen. Ja, und man spielt nicht ständig an den Zähnen rum. Wie viel trägt der Dude denn bitte? Lady Lily Shield, ich bitte dich. Der trägt noch fast gar nichts. Was war der Tipp mit dem Konstruktionsmenü, das ich hier aufrufen konnte? Ich kann jetzt hier mit dem Wachturm sagen... Mir egal. Mule-Ablageplätze sind selten verlassen. Du musst also unentdeckt bleiben. Verhalte dich unauffällig und bewege dich langsam und leise. Ich bin übelst unauffällig. Und jetzt herrscht Funkstelle! 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 Da hinten ist noch ein bisschen Gebüsch. Kann ich nach den Dudes auch scannen? Warum kann ich nach Fracht scannen, aber nicht nach Menschen? Ach so, weil die Fracht einen Chip hat und die Menschen wären schön blöd, wenn sie sich auch einen Chip irgendwo hinpacken würden, nicht wahr? Ich sag, die Gangster sind die Guten. Ich find's ein bisschen Quatsch zu behaupten, dass manche Menschen einfach eine Liefersucht haben. Oh, aber ich erkenne ihre Stiefel? Die Stiefel haben einen Chip? Okay, warte, ich nehme jetzt mal das Seil in die Hand. Ich hoffe, ich verbrauche das nicht dabei. Öffne das Ausrüstungsmenü. Drücke dann R3, um die Seite zu wechseln. Wenn du so viel Ausrüstung trägst, dass die Darstellung auf der einen Seite nicht möglich ist, kannst du mit... Was? Was willst du von mir? So, also dich muss ich jetzt knebeln. Ich probiere das mal. So viel dazu. So viel dazu, dass man den mit dem Seil knebeln kann. Kann ich dich looten? Ich kann dich auf dem Rücken tragen. Ich hoffe, der meint das Päckel hier. Und du? Achso, ich darf die nicht umbringen, ne? Ich muss die K.O. schlagen, weil sonst kommt die Nekrose und dann kommt Cthulhu und dann ist alles scheiße. Jetzt hätte ich gerne nochmal meinen Wachturm, um zu gucken, wo die anderen Typis sich rumtreiben. Aber ich kann ja nochmal nach Stiefeln scannen. Leiter? Metallteile. Den Dude sehe ich aber nicht. Da unten war auf jeden Fall noch einer. Der war ein bisschen abseits. Deshalb würde ich mich gerne um den kümmern. Aber bevor wir das machen, nehmen wir hier noch ein bisschen was von der Klaue mit. Ist so auffällig unauffällig. Ah, da hinten ist er schnell Luft anhalten.
Und jetzt stell dir mal vor, er unterdrückt sich gerade das Kacken. das zählt nicht als gestolpert. Ja? Das zählt nicht. Eigentlich muss man nur gucken, welche Fracht sich bewegt, nicht wahr? Okay, er ist gerade stehen geblieben. Das ist vielleicht jetzt gerade ein blöder Moment, um das zu demonstrieren. Das Schöne an Third-Person-Games ist ja, dass man über Mauern gucken kann, während man nicht zu sehen ist. So, lieber Dude, in welche Richtung guckst du denn? Kann ich vielleicht irgendwann einen Skill ausgeben vom... Gott, wie hieß er? Vom Outsider? Ich habe den Allspark gefunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Allspark ist. Wie soll das mit... Ich habe doch das Seil ausgerüstet, oder? Ganz genau, hier habe ich es in der Hand. Muss ich das vorher irgendwo festmachen, um ihn dann zu knebeln? Ich glaube, ich lasse das einfach mit dem Knebeln, weil mit 3 Hieben gehen die K.O. Das ist eigentlich ziemlich nice. Guck mal, Lady Shield, bist du immer noch der Meinung, dass wir vorhin viel Gepäck hatten? Soll ich dir mal was verraten? Das ist immer noch nichts. Das ist immer noch nichts, was wir tragen. Wir sind nahezu unbeladen. Da geht noch einiges. Ich bin hier rumgerannt. Ich sah aus wie ein kompletter Kleiderschrank. Das ist nicht dein Seil. Schau noch mal hin. Ja, aber... Ist das Ding denn nicht mein Seil? Ist das hier etwa mein Seil? Aber ich hab doch mein Seil in der Hand. Ich sehe es doch ganz genau. Ich hab's doch die ganze Zeit in der Hand. Bereite dein Packseil mit L2 vor und fessle deinen Gegner dann mit R3. Gelingt es dir, dich von hinten an einen Mule heranzuschleichen, kannst du ihn mit einem Packseil fesseln. Außerdem kannst du, das richtige Timing vorausgesetzt, mit dem Packseil auch Nahangriffe von Mules ausweichen und du kannst ihm das komplette Seil in den Hals stopfen, es anzünden und dann brennen sie 3 Tage lang und 3 Nächte wie eine Kerze. Das dritte habe ich mir eventuell ausgedacht, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht vielleicht doch stimmt. Kann ich einen Stein werfen, um ihn abzulenken? Okay. Okay, vielleicht muss ich gar keinen Stein werfen, um ihn abzulenken. Vielleicht ist er bereits abgelenkt. Ich hasse Mules. Die sitzen da einfach rum und sind gefährlich. Dabei machen die gar nichts. Die sitzen nur rum, aber gefährlich sind sie trotzdem. Warum kann ich denn hier Fußabdrücke sehen? Sind das meine eigenen? Sind das die von Kollegen von mir? Ich glaube nicht, dass ein Mule auf dem Zelt rumgelaufen ist. Oh, kann man sich gut an den anschleichen. Oh, kann man sich gut an den anschleichen. Ich habe ein Seil und ich werde es benutzen. Mit Packseil fesseln. Ja, oh, nice. Das nehme ich mit. Cool, jetzt muss ich auch nicht mehr schleichen. Alle Mules in deiner Nähe scheinen außer Gefecht gesetzt zu sein. Du wusstest die ganze Zeit, wo die sind und wie viele? Danke für deine Nichthilfe. Es wäre echt langweilig gewesen, wenn du mir irgendwie geholfen hättest. Holy Doodle, ist hier viel drin. Ist hier viel drin. Skuralatsula, grüß dich. Guten Abend, mein haarigen, gut aussehenden Freunde. Hätte ich dich fast übersehen. Ein ehrenhaftes Feld, oh Gott. Man knipst nur Nägel und nicht den ganzen Finger. Okay, das Ding. Nehmen wir auf Nelbe. Oh, warte, ich kann jetzt schon sagen, automatisch anordnen? Nimmt er dann alles? Er nimmt nicht alles, hä? Das ist vergammelt. Das kann man spenden. Das kann man spenden. Das kann man... Lady Lilyshield, guck gut hin. Guck gut hin, das kann man spenden. Stiefel, die sind ja schon angeknackst. Kletterverankerung. Ein Stück nur. Auch nur ein Stück. Noch eine Leiter. Leiter ist gut. Verlorene Fracht. Leistungsstarkes Getränk. Ah, das ist super.
Das ist auch super. Noch mehr Metalle. Das ist auch super. Das ist auch super. Ich bin bei 106 Kilo. Da muss jetzt wohl mal ein paar Abzüge machen, glaube ich. Okay. Irgendwas muss runter. Vielleicht ein paar Metalle. Wie viel muss runter? 40. 40 kriegen wir hin. Ich kann ja nochmal wegen den Metallen herkommen, oder? Ich könnte auch die TKs abladen. Okay. Ich hoffe, alles, was ich abgeladen habe, hat dann nicht einfach hier liegen lassen. Ach, ist das bescheuert. Dann lade ich das halt nochmal extra da rein. Jetzt rutscht er den Hang runter, weil er so schwer ist. Oh Gott, oh Gott. Und das zerwichst mir die Stiefel beim Tragen. Nur den einen noch. So, und jetzt das Ding schnell benutzen. Dreh dich rum, bitte. Ja. Oh Gott. Ist das schwierig. Warum kann man die denn nicht direkt wieder einlagern, wenn man sie schon ausgelagert hat? Schnittstelle brauchen wir. Verlorene Fracht 20. Metalle. In der Hand tragen. Wieso kann ich das denn nicht wieder reinstecken? Hä? Ich kann hier nur Sachen rausholen und nicht einlagern. Ist das irgendwie so eine Gaming-Mechanik, dass ich hier nicht meinen eigenen Shit auch noch ablagern kann? Aber extra dafür jetzt hier einen Kasten hinzubauen, ist doch auch scheiße. Ich will das hier nicht liegen lassen. Dann fängt es an zu regnen und dann ist das alles im Arsch. Ich meine, gut, das ist gleich um die Ecke. Das wird schon nicht mit Regnen anfangen, aber... Oh Gott, jetzt habe ich das auch noch auf dem Rücken. Okay, abladen... Abladen und noch irgendwas für 5. Dann halt eben eine... Ach komm, die Resine, was soll's. Abladen. So. So, dann joggen wir jetzt schnell rüber zu der Station und dann kommen wir direkt wieder zurück. Wenn das hier mal so joggbar ist. Oh, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Wasser, Wasser, alles gut, weiter geht's. Weiter geht's. Und schneller, renn gegen den Schmerz einfach anrennen, anrennen. Oh, 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 pack doch die Leine weg. Pack doch die Leine weg, dann hast du die Hand frei. Oh, so. Hui. Hui, hui, hui. Halt, stopp! Ui. Kann ich hier eine Leiter drüber bauen? Ist die lang genug? Lass mich mal gucken. Wir haben hier eine Leiter. Oh ja! Klasse. Vorsicht. Nice.
Ups, alles gut, alles gut. Alles gut, aus den Beinen heben. Aus den Beinen heben. Hoi, 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 hoi. Und nochmal hopsen. Alles klar. Alles klar, Achtung, Scanner. Scanner zur Rechten. Scanner zur Rechten. Vorsicht, strammer Rücken. Und jetzt die Pobacken zusammenkneifen. Genau so sieht das gut aus. Oh, 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 oh. Ich fürchte, hier brauchen wir noch eine Leiter. Weiter so. Weiter so. Ja, das war richtig gut. Das sah richtig gut aus. Im Stechschritt geht's hier voran. Vielleicht ein Seil? Hm. Ich will nicht wieder so umständlich hochklettern, ne? Weil, ja, ich habe so viele Leitern, komm mal, was soll's, fuck it. Kommt halt da eine hin. Hä? Kommt halt da eine hin, hab ich gesagt. Baum, ich bitte dich, bitte, bitte, steuer niemals mich. Komm schon, ich versuche dich auch so zu steuern, dass du möglichst nicht hinfällst. Ist das Wasser hier gelb? Das Wasser hier ist gerade gar nichts. Okay, hops. Nice. Nice. So, jetzt spring. Im Galopp. Und hier ist nur, hier ist alles, alles im blauen Bereich. Total subi-tupi-dubi. Oh, 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 alt, strammer Rücken. Hier könnte ich noch ein Seil runterlassen. Oh, 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 oh. Halt, stopp. 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 So. Holter die Polter. Ein wunderschönes Spiel. Seil. Seil. Wie Hindernis entdeckt? Was willst denn du? Ja, der Berg ist das Hindernis. So. Und abwärts geht's. Yay. Wie damals im For You Feriencamp. Nur, dass heute kein Hortler dabei ist und komische Vampirgeister-Aliens uns fressen wollen. Dankeschön. Süchtige auf der Suche nach dem Frachten. Bergab geht's ganz schön schnell. Damals hat das alles die KI erledigt. Unbemannte Fahrzeuge und Drohnen haben die Lieferung übernommen. Wir konnten ihnen entspannt bei der Arbeit zusehen. Das war revolutionär. Eigentlich schon einzigartig. Es hätte ein Riesenerfolg werden müssen. Wurde es aber nicht. Eine Dienstleistungsbranche ohne Menschen kam bei den Leuten einfach nicht gut an. Also haben wir nach einiger Zeit nein! Überflüssige Jobs geschaffen und sie Leuten gegeben, die auf sie angewiesen waren. Von da an wurde es immer schlimmer. Jetzt gibt es diese Kulten von Frachtgeilen, Bekloppten, die darauf abfahren, Lieferungen zu klauen. Diese Schakale lauern immer auf den nächsten Boden. Ist ja gut, aber mein du Kleiner. Darfst das nicht sein. Ist ja gut. Ist ja gut. Alles gut bei dir? Na komm, na komm. Ja, ja. Ja, ja. Daddy ist nur aufs Maul gefallen, weil er dachte, er könnte den Berg runtersliden, als wäre es ein Snowboard. Tut mir leid. Oh, guck mal, ist der Scannerarm so ein kleines, so ein Spielzeug, was sich dreht, dass das Kind was zum Angucken hat? Das ist ja süß. Habe ich gerade irgendwas niedlich gefunden? Vergiss es, das ist überhaupt nicht niedlich. Und das Kind spielt immer noch keine Luftgitarre. Guck, der macht keine Herzchen, das geht gar nicht. So, wir gehen jetzt weiter. So, ich würde sagen, das gibt eins auf dem Gestolpert-Counter. Na ja, gut. Flo! Ich dachte, ich könnte den ganzen Berg runtersliden. Siehst du, genau so, genau so. Oh, 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 oh. Nice, nice. Das ist schön schnell. Oh. Oh. Pro Tip, don't drink out of the Yellow River. What the fuck, Schandmaul? Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Ich hoffe, eure Waffen sind blockiert, weil ich nämlich ein netter Bro bin, der sich hier zweimal fast die Kreten bricht und einmal tatsächlich. Terminal recyceln, um alle chiralen Kristalle abzuladen, die du dabei hast. Nein. Gott sei Dank. Backup geht's immer am schnellsten, ne? Uiuiui. Gut. Dann wollen wir den ganzen Shit mal abliefern.
Was? Ja, ja. Ist mir egal. Ich geb mir die Yikes. Yo, wir können ja nicht Sachen bauen. Jetzt muss ich aber gar nichts mehr bauen, weil jetzt habe ich schon die ganzen Leitern alle verbaut. Zeit, diesen Chiralen-Drucker zum Laufen zu bringen. Nice. Habe ich die Ressourcen doch nicht umsonst hier gemacht. Aber vertrau mir, es lohnt sich. Ausgezeichnet. Die Einheit hat nicht einen Kratzer. Ich wusste, du würdest dich zu uns durchschlagen. Gib mir die Sterne, gib mir die Punkte. Lass uns Bros sein. Jetzt gefällt mir das schon, dass ich hier für irgendwelche komischen abtrünnigen KIs den Vermittelsmann spiele. Jeik! Meinst du ein Mobile? Ja, genau. Genau. Genau so was meine ich. Schatmoll erinnert sich noch. Sam, wie machen sich deine Schuhe? Angesichts der Bedingungen da draußen wahrscheinlich nicht besonders gut. Nichts vermisst einem den Arbeitstag so sehr wie kaputtes Schuhwerk. Wenn du so weitermachst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du dich verletzt. Ich habe Stiefel zu deinen Vorräten hinzufügen lassen. Standardausführung von Bridges. Sollten dir also gut passen. Kenn mich da aus. Du solltest immer ein Zweitpaar dabei haben. Falls du es vergisst oder Probleme hast, kannst du an einem Terminal in einer unserer Einrichtungen ein neues herstellen. Gut. Was? Nekrose ist das altägyptische Verständnis von Leben und Tod. Oh, vor 2 Jahren verteilt Zentrum von Lüller das chirale Netzwerk Band 1. Neißiglich. Oh! Was? Was ist das? Was ist das? Wo geht's hier hin? Stehen da Zahlen drauf? Verbindungsstufe gestiegen! Verteilungszentrum westlich von Capital Not City hat dir die folgende neue Hologrammdaten zur Verfügung gestellt. Bridge-Wache Macho. Um diese Daten zu verwenden, brauchst du Zugang zur Konstruktion der Stufe 2 oder höher und musst dann Konstruktion anpassen wählen. Ein Hologramm. Ich kann jetzt ein Wachen-Hologramm machen. Verbindungsstufe gestiegen. Ein Teil der Bandbreite, da ist ja nicht gerade viel dazu gekommen. Innerhalb des Gebietes sind wir können. Okay. Altmatte. Whatever. Oh, ich habe ja noch mehr abgegeben. Was ist das für ein Gerät? Ist das ein Wi-Fi-Repeater? Leistungssteigernde Getränke. Die sind doch für mich, oder? Okay. Wir sehen uns. Na, du siehst aber glücklich aus. Glückwunsch, Sam. Wie ich höre, hast du jetzt Zugang zu einem chiralen Drucker. Dieses äußerst nützliche Gerät funktioniert nur, weil unser Netzwerk sich den Strand auf bestimmte Art zunutze macht und uns die sofortige Übertragung riesiger Datenmengen ermöglicht. Da solche Übertragungen normalerweise Stunden, wenn nicht Tage dauern würden, wurde auch spekuliert, dass das chirale Netzwerk im Wesentlichen eine Zeitmaschine sein könnte. Dass es Daten in die Vergangenheit sendet. Natürlich müssen wir die grundlegende Natur des Netzwerks und des Strandes, auf die wir uns stützen, noch richtig verstehen. Man könnte unsere Beziehung zu ihm mit der eines Urmenschen zum Feuer vergleichen. Ist es nützlich? Ziemlich. Ist es gefährlich? Zweifelsohne. Aber die Vorteile liegen für uns schwerer als die Risiken. Außerdem erscheint es Dagidis und Strand. Verbunden sind logisch, dass weitere Studien und Experimente außerordentlich nützlich sein könnten. Das könnte man natürlich auch über dich sagen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich etwas herausbekomme. Das verspreche ich. Gute Arbeit. Okay. Cool, ich habe noch immer ganz viel Stuff auf meinem Rücken. Kann ich das jetzt verschenken?
Recyceln, Ausrüstung herstellen. Ich möchte mir erstmal ein paar Schuhe bauen, ganz ehrlich. Ich kann hier nur Schuhe bauen? Das ist ja komisch. Aber in Not City kann ich überall Schuhe bauen, oder? Seltsam, seltsam. Ich habe 5 kleine Geschwister, ich weiß sowas baume. Ach so, ich dachte, du erinnerst dich noch von früher, als du selber so ein Ding hattest. Das ist ja schade. Wie oft man hier X drücken muss, bis man mal was gebaut bekommt, meine Güte. Ja. Was, jetzt habe ich schon 2 Paar, die ich mit mir rumschleppe? Oh. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ach so, ich habe Mule-Stiefel. Nicht sonderlich strapazierfähig und gehen ziemlich schnell kaputt. Ja, die haue ich natürlich weg. In privaten Spittlingen, aber Vorbesitzer auf dem Rücken. Ja gut, okay, die kann ich einfach... Hier kann man also mehrere Schuhe dranhängen, das wusste ich nicht. Wie... Och, dass die Änderungen immer verworfen werden. Wenn man Kreis drückt. Tab wechseln, Baume. Das waren nur die neuen Sachen. Ah, verstehe. Ausrüstung, Werkzeug. Verstehe. Und hiermit kann ich jetzt nicht nur Briefkästen, sondern auch Wachtürme bauen. Dann lohnt es sich ja, wenn ich davon tatsächlich mal ein paar mit mir rumschleppe. Und ich glaube, ich habe nur noch einen Seil. Wir müssen aber trotzdem erstmal den ganzen anderen Shit looten, der da drüben ist. Das heißt, ich recycle mal einen Haufen Scheiß. Die Dinger hier zum Beispiel kann ich recyceln. Das ist super. Sollte ich das nicht eh tun? Oh, so rum geht das auch. Das macht natürlich Sinn. Gut, dann recyceln wir die mal. Mal gucken, was passiert. Ist das Ding eigentlich irgendwann voll? Geiles Terminal, das kann alles. Saugen, wischen, trocknen. Hast du ein paar chirale Kristalle für uns? Diese Kristalle bilden sich nur an Orten mit erhöhtem Chiraliumwert. Ja, ich bin ein krascher Typ. Deshalb ich mich frage, ob der Ausbau des Netzwerks etwas damit zu tun hatte. Keine schlechte Ausbeute. Mehr als genug für die Forschung. Wir kümmern uns gut um sie. Yike. Was, nur B? Warum B? Reparaturspray. Oh! Oh Gott, so viele Daten. Eine Brücke! Yes! Wir können Brücken bauen. Bridges HQ hat die Daten für die Konstruktion von Bridges. Chirale Kristalle können nun in allen der UCA-zugehörigen Einrichtungen verwendet werden. Die Menge Material auf einzelnen westlichen Kämpfen verwendet werden kann, wurde erhöht. Nice. Das Lieferterminal ist wohl neue Optionen zum Materialien nehmen. Okay, okay. Überzählige chirale Kristalle kannst du in jeder Einrichtung abgeben. Sie werden den Beständen vor Ort hinzugefügt. Auf das Material in diesen örtlichen Lagern kannst du beim Herstellen von Ausrüstung zurückgreifen. Was kann ich damit bauen? Brücken vielleicht? Okidoki. Schick, schick, schick. Oh, bevor ich es vergesse. Hier, für dich. Ein Geschenk? Mehr als nur eine Brücke? Krieg ich einen neuen Hut? Was ist denn das? Mit diesem Behälter-Reparaturspray bessert man Frachtbehälter aus. Aha. Hilft bei Zeitregenschäden und so weiter. Warum die nicht in Zeitregenschutzfolie entwickeln? Und deine Fracht was abgekriegt haben. Ja, kann ich mich damit auch selbst verbringen? Wir haben auf deine Vorratsliste gesetzt. Es steht also bereit, wenn du es brauchst. Also ich könnte das auch hier lassen. Ich lasse das auch erstmal hier. Ich werde die Metalle noch spenden und alles, was ich hier gerade bei mir habe, bis auf die TCKs vielleicht. Die Leitern brauche ich eigentlich auch nicht. Da waren noch ein paar Leitern drin, ne? Was ist in der Kletterausrüstung? Da habe ich noch 2 Verwendungen. Die Stiefel kann ich auf jeden Fall weghauen. Bis bald. Tschüss. Erhöhte Chiraliumwerte und häufigere Kristallformationen hängen miteinander zusammen. Das hast du jetzt schon 3-mal gesagt. Durchaus der Ausbau des Netzwerks verursacht haben. Das hat der andere Dude vorhin schon gesagt. Sorge. Die örtliche Chiraldichte liegt noch im akzeptablen Bereich. Wenn du weitere Kristalle findest, sammle sie. Du wirst gut entlohnt.
Ach du schon wieder. Wenn du noch mehr chirale Kristalle findest, kannst du sie bei einer unserer Anlagen abgeben. Außerdem kannst du anderes Material und nicht benötigte Gegenstände einladen. Komm mir vor, wie auf einem Messestand um chirale Kristalle. Was wir nicht gebrauchen können, wird für die Forschung und andere Anwendungen in Einzelteile zerlegt. Ich habe selbst meine Kacke untersucht hier. Das ist echt der Wahnsinn. Es gibt nichts, was ihr nicht nehmt. Wobei, dass sie meine Kacke untersuchen, haben sie explizit noch nicht gesagt. Nur mein Pipi. So. Zwei verfügbare Aufträge. Schon wieder. Habe ich nicht erst welche angenommen? Da drüben ist noch was. Und hier ist was gleich um die Ecke. Also den kann ich auf jeden Fall annehmen. Und ich marschiere ja eh nochmal gleich in das Lager von den anderen Strichern rein. So, das da drüben. Mache ich erstmal... Diese Abbrechen-Kontext ist so irritierend. Wir was? Haben einen Plan für eine Brücke in dein TTK. Hier geht's hintereinander weg, ne? Zuerst legst du das Fundament. Danach musst du weiteres Material bereitstellen, um den Bau abzuschließen. Was? Vielen Flüssen und Schluchten täte eine solide Brücke sehr gut. Oh, wie umständlich. Wenn du eine selbstgebaute Brücke überquerst, bist du froh, dass du dir die Mühe gemacht hast. Oh, wie umständlich. Probier's mal. Nein. Das klingt übelst umständlich. Dazu brauche ich 800 Metallteile. Wie viel trage ich denn persönlich mit mir rum? Muss ich dann einen Metallcontainer mit mir rumtragen? Gute Nacht, Baume. Kuchen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, es wird langsam Zeit, ne? Ist schon wieder ganz schön spät geworden. Will ich jetzt eine Brücke bauen? Beim Bau einer Brücke. Hebewegen, Kamera nach hohem Mund und Länge 50 Jahre auswählen. Fertigstellung erfordert Material, Metall 800. Heißt das, ich muss 800 Metall auf meinem Buckel tragen? Ey, wie doof. Hi, Shandy. Nacht, Shandy. Oh. So. Bau der Brücke. Okay, da soll ich einfach nur eine Brücke hinbauen. Schön, schön, das kann ich. Das klingt toll. Ja, hab ich den nicht schon angenommen, den Auftrag? Gut. Ich will aber keine bauen. Muss ich halt. Ich hab doch TKs. Alles gut. Alles gut. Hätte ich noch mehr Metall geschenkt kriegen können? 400, 500. Auftrag zugewiesen. Okay. Los geht's. Oh, das ist ja richtig bequem. Ich komme ja kaum ins Schwanken. Scharfe Linkskurve, scharfe Rechtskurve, alles gut. Fast alles gut. Batterie vom DualShock fast leer. Oh, wo ist mein Ladepopel? Okay, Sam. Begib dich zum vorgesehenen Konstruktionsbereich für die Brücke. Das Fundament sollte schon vorhanden sein. Mit deiner Hilfe ist das Ding im Handumdrehen fertig. In der Nähe sollte ein Terminal sein. Dort kannst du zusätzliches Material einreichen. Wo soll es lang gehen? Oh, alles gut, alles gut, alles gut. Metall ist manchmal schwer. Da ist die Brücke. Oh, das ist aber eine fette Brücke. Die Brücke ist ja direkt voll. Wie heißt so schön, Brücke sehen und dann sterben? Wer hat denn das Fundament eigentlich gebaut? Ich dachte, ich bin der Einzige, der hier rumpaced. Jetzt habe ich vergessen, die Schuhe zu verschenken. Ist das der Brückenkopf? Hier sollte ein Terminal sein. Dort kannst du weiteres Material einreichen. Da ist das Terminal. Nein, hier ist doch das Terminal. Wie reiche ich Material ein? Konstruktionsmenü. Bist du nicht das Terminal? Warum bist du denn so groß und guckst mich an?
da. Brücke, Fundament. Ein unvollendetes Brückenfundament. Füge Material hinzu, um den Bau abzuschließen. Die Brückenlänge ist vom Zustand des Fundaments abhängig. Öffne über Option das Konstruktionsmenü, um die Liste der Funktionen aufzurufen. So. Und jetzt? Sam. Nein, Brücke. Ziel, Bauplatz für Brücke. Markierung setzen, Route zeichnen. Nee, will ich beides nicht. Will fucking Brücke bauen. Psst. Option gedrückt halten. Was haben die denn nur mit ihrem gedrückt? Da steht doch aber, öffne das Konstruktionsmenü. Hätten die nicht einfach Viereck nehmen können? Oh, ist das behindert. Also wirklich, diese gedrückt halten Knöpfe, das begreife ich nicht. Warum man nicht einfach Kreis drücken kann, um das Menü zu verändern, zu verlassen? Nein, man muss X gedrückt halten. Weil man ja schon vorher zigmal X gedrückt hat. Natürlich, so ein Quatsch. Jedes Terminal bedient man mit Dreieck, nur das hier nicht. So, Konstruktion vollenden. Mann, so ein Schwachsinn. Ich finde die Optionstaste sowieso komisch auf dem PlayStation-Controller, muss ich mal sagen. Die ist so ganz klein und da in der Ecke. So als ob die eigentlich gar nicht dahin gehört. Man schämt sich schon fast, dass der überhaupt einer hat. Eine Optionstaste gedrückt. Das spricht denn gegen die ganzen anderen drei Tasten, die du da noch hast? Hey, ich habe mir das nicht ausgedacht. Ja. Dann wäre es nämlich auch nicht so, wenn du das dir ausgedacht hättest. Dann wäre es Viereck. Wie überall anders auch. Überall ist verwenden Viereck. Da ist ein Terminal, ich will es verwenden. Halt mal bitte Option gedrückt. Das, ja. Und dass man X gedrückt halten muss, um Sachen zu bestätigen, ist auch total behindert. Aber, man muss ja dazu sagen, ich habe in letzter Zeit viel Full Metal Alchemist geguckt und denke gerade so ein bisschen an das Prinzip des äquivalenten Tauschs. Und auch heute haben wir einen äquivalenten Tausch erfahren, denn wir haben ein Übel gegen ein anderes getauscht, ja. Ich habe zwar heute das Problem mit dem Gedrückthalten von Knöpfen, das mir gestern gar nicht so bewusst aufgefallen ist. Aber, was wir dafür nicht haben, und das finde ich total super, das ist, dass keine Musik mehr kam. Das ist toll. Das gefällt mir. Kein Eunuchengeschnulze in meinem Ohr, wo ich das Gefühl habe, dass mir langsam die Knie weich werden. Und da drücke ich gern mal ein paar Mal den falschen Knopf. Wenn das der Preis ist, den ich zu zahlen habe, dann zahle ich ihn gerne. So, jetzt habe ich hier alles mit Brücken vollgeklatscht und dann benutze ich sie gar nicht. Mules lokalisieren. Ja, ich hoffe, die sind nicht mehr da. Ich hoffe, die sind jetzt immer noch K.O. Ich habe die alle niedergelegt. Die träumen den Schlaf der Ungerechten. Nämlich den, wo du ein Seil um den Hals gelegt bekommst.
Noch mehr Metallteile. Zack. Noch eine Leiter. Zack. Oh. Wo laufe ich denn hin? Boah, danke, Baum. Endlich noch einer, der die Musik anstrengend findet. Oh, danke, Shandy. Danke, noch einer, der die Musik... Danke. Gleichfalls, sage ich einfach mal so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der Einzige bin, der damit ein Problem hat. Und vor allen Dingen, das ist das einzige Spiel, das ich kenne, wo du Musiklautstärke nicht separat vom Rest des Spiels einstellen kannst. Sonst hätte ich die Musik einfach gemutet. Aber, das Problem haben wir ja heute zum Glück einfach gar nicht. Also einfach, es ist einfach nicht da, das Problem. Es gibt einfach keine Musik. Das Zeug liegt immer noch da und es hat in der Zwischenzeit nicht geregnet. Das ist wirklich super. Ich frage mich, hätte ich das unter das Zelt ablegen können? Würde das denn ewig halten? So, Frachtgewicht fast gereicht. Ich hätte jetzt Appetit auf ein Frachtgericht. Was? Wie bitte was? Nicht lange genug gedrückt gehalten. Entschuldigung. Das ist nämlich Kreis drumherum, muss man nämlich gedrückt halten, ja? Falls man jemanden verpugeln will daneben, dass man nicht aus Versehen Viereck drückt und dann geht das Ding auf, ne? Weil er sich so auch so oft auf Brücken pugelt. So hat das wahrscheinlich alles einen Sinn. Das ist leicht, also das ist super leicht. Schuhe anziehen, nein! Ich kann die auf dem Rücken tragen. Ja, wir lassen das dann eh gleich nochmal optimieren. Metalle zerstört, ist glaube ich totaler Scheiß. 10 Kilo packen wir noch. Und dann ist die Pude leer. Das kann man, glaube ich, immer noch recyceln, oder? Und jetzt haben wir alles. Ja, nice. Hallo? Fracht automatisch anordnen. Wie wär's? Ja, bitte. Und das soll jetzt besser halten, sagst du? Na, dann vertraue ich dir mal, liebes Spiel. Och, Änderungen werden verworfen. Heute war ja auch ganz viel Tutorial und kaum Story. Hä, beim letzten Mal wohl nicht? Ach so, und kaum Story. Oh Gott. Ich habe echt das Gefühl, dadurch, dass der Berg so hoch ist, kommt der schneller ins Schwanken. Das hat mit dem Gesamtgewicht gar nicht mal so viel zu tun, als vielmehr mit der Frage, wie es verteilt ist. Aber ja nun. Wie schnell sich die Stiefel auch abnutzen, ist der Wahnsinn. Ja, das Gestolper geht wieder los. Ach, vergiss es. Ich bin richtig gut im Stolpern geworden. Pass auf. Dab, da, dab, da, du. Dab, da, dab, da, du. So ein bisschen Schlagseite muss schon mal sein. Ich muss nur darauf achten, dass ich ja nicht meinen Fußspuren folge, weil sonst komme ich ja wieder ins Stolpern. Warte mal, bin ich da drüben nicht das letzte Mal über den Flur? Ja, genau. Ah! Weak! Na bitte. Kristall eingesammelt. Nice. Okay, hatte ich mir hier irgendwas gebaut? Da unten ist ein Sensor. Ups. Alles gut, alles gut. Da ist auch noch ein Sensor. Ach, die Sensoren können mir ja egal sein eigentlich. Bremsung. So, jetzt Vorsicht. Vorsicht. Gut, gut. So, passt. Da ist mein Seil. Oh, da ist mein Seil. Hast du gelesen? Getürmte Fracht erschwert das Verstecken. Naja, so selbstverständlich ist das gar nicht. Ich meine, wenn du Horizon Zero Dawn gespielt hast und Eloy versteckt sich mit ihren knallroten Haar in einem grünen Busch
Und sie ist einfach mal, sie ist komplett verschwunden aus der Welt. Niemand nimmt sie mehr wahr. Während sie irgendein Gerät an ihrer Schläfe trägt, das ständig irgendwelche Hologramme in die Luft zaubert und alle so, was? Nein, das ist in einem Busch. Sieht wie ein Pfad aus. Du siehst auch gleich wie ein Pfad aus. Warte, warte. Einmal stolpern und du siehst genauso aus wie der Pfad. Oh, nice. Nice, wie er schlittert. Richtig geil. Kannst dich nicht einfach auf den Arsch setzen und rutschen, so wie ich das mit den Skiern mache, wenn mir die Piste zu eisig ist. Ich hab voll Bock jetzt loszurennen. Ah! Oh, ja, ja, ja. Oh, bergab ist einfach nur geil. Oh, 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 oh. Ach, es ist ein schönes Spiel. Scan wird gestartet. Bridges ID. Hier ist nur ein gutes Teil dabei, der Rest ist alles Tünne. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Der Rest ist alles meins, meins! Das nehme ich mit nach Hause, das ist noch gut, das kann man noch gebrauchen. Ah, ich kann mir damit einfach selber direkt hier ein Haus bauen. Wer weiß, wie viel Metall das ist. Ich könnte mir damit ein Auto bauen, warum eigentlich nicht? Willkommen, Sam Porter Bridges. Willkommen, Sam Porter Bridges. Sam, ich habe wieder was für dich. Nice. Eine weitere Lieferung. Ich mach doch gerne eine weitere Lieferung für dich, aber lass mich erstmal den ganzen anderen Shit hier abgeben. So. Verlorene Fracht liefern. Metallteile lagern. 100. Nur? Wie hier einfach überall so ein Paketzentrum ist. Wo kommt die verlorene Fracht eigentlich her? Sind da Leute in-game gestorben? Du schleppst halt auch viel zu viel Equipment rum. Ja, das habe ich ja auch gerade alles aus diesem einen Pod da geholt. Also nicht alles, aber ich will jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen verschenken. Da ich mir ja jetzt eh nichts bauen muss, brauche ich die Materialien auch nicht. Ne? Da habe ich nämlich aufgepasst. So, jetzt sind erstmal die Stiefel und der ganze Metalltünne weg. Dann gucken wir mal noch. Was habe ich jetzt? Ich habe 1, 2 Leitern. 2 Leitern ist, glaube ich, okay. Kann man behalten. Ich habe ein TCK. Davon kann ich, glaube ich, auch 2. Oder behalte ich 1? Eine Leiter und eine Kletterverankerung. Wie sieht's? Eine Kletterverankerung baue ich wirklich nur eine. Dann noch 2 Leitern und ein TCK. Komm, dann habe ich linke Schulter, linkes Bein, rechtes Bein. Das sollte passen. Wie oft werde ich mir denn einen Briefkasten bauen? So. Ach guck, hier ist auch noch eine Kletterverankerung. Ach guck, wir haben noch einen Werkzeugkasten. Dann kann an dem Werkzeugkasten das Seil, 2 Leitern, 2 TCKs. Klingt das nach Spaß? Ich glaube, das ist eine gute Standard-Equip. So. So, ich habe noch irgendwas auf dem Rücken, was total durchgerostet ist. Was ist denn das? Das kann ich gar nicht spenden. Ach so, weil das Schrott ist. Den muss ich dann wirklich, den muss ich dann wirklich recyceln. Ich wechsle mal auf Tablet. Bis gleich. Bis gleich. Ich glaube, ich wechsle auch gleich aufs Tablet. Wir sind schon bei einer Stunde. Ja, ja.
Ja, ich werde auch gleich aufs Tablet wechseln. So, dann können wir den Mist hier noch recyceln. Jawohl. Und den Rest können wir dann eigentlich optimieren. Ach Gott, jetzt ist es wieder in der Cutscene und ich muss anschließend wieder ins Terminal rein. Das ist auch irgendwie ein bisschen umständlich. Ich meine, es ist ja schön, dass es eine Cutscene fürs Recyceln gibt, aber es ist leider exakt die gleiche wie fürs Abgeben von Aufträgen. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe euch Müll gegeben. Naja, was soll's. Ah ja, ich bin wieder im Terminal. Okay, das ist gut. Dann ist cool. Dann ist cool. Alles gut. Ich habe gar nichts gesagt. Ist hier noch was in meinem privaten Spind? Eine Kapsel, die mit Sams körperlichen Ausscheidungen gefüllt ist. Will ich das mitnehmen? Das klingt jetzt irgendwie gerade gar nicht geil. Behälter Reparaturspray, dann müsste ich noch eine Leiter und noch ein TCK einspenden. Ja, dann mache ich das halt. Reparaturspray und das klingt eigentlich beides nice. So, dann packe ich noch ein TCK rein. Und eine Leiter. Ich habe mich eh noch nicht so dran gewöhnt, dass ich überhaupt Equip habe, deshalb verwende ich halt auch kaum mal was. So. Gehen wir aus dem Gemeinschaftskasten wieder raus. Und dann gehen wir wieder zum... Was wir für Aufträge haben eigentlich? Ach ja, Windpark. Lieferung einer Stromversorgungseinheit. Muss ich nicht eh in die Richtung? Aber ich wollte ja vor allen Dingen zurück. Ich wollte ja vor allen Dingen zurück. Und in die Richtung müssen wir später eh. Ich meine, aufnehmen kann ich das ja sowieso annehmen, aber ich werde wahrscheinlich dann irgendwelches Material mitnehmen müssen. Nee, das lasse ich mal hier für später. Die verfallen ja hoffentlich nicht, die Aufträge. So. Wisst ihr was? Dann hau ich mich jetzt nochmal im privaten Raum aufs Ohr und penne eine Runde. Und wenn wir nächste Folge dann starten, dann hole ich nochmal den Haufen, den Shit aus dem Gemeinschaftsbriefkasten, der dann rüber Richtung City muss oder Richtung westlicher Vorknoten oder wie das Ding heißt. Und Sam kann sich mal eine Runde aufs Ohr hauen. Das war eine ganz schöne Schlepperei den Berg runter. Das macht echt Spaß. Mir gefällt das Spiel. Guten Morgen, Sam. Ja, es wird Zeit. Gut. Das reicht mir dann auch schon an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten. Nächste Woche geht's wieder zurück in die City. Nächste Woche? Nächsten Stream. Nächste Folge. Hoffentlich noch diese Woche. Mal gucken. Mal gucken. Morgen auf jeden Fall schon mal nicht. So. Ich habe das Gefühl, richtig was geschafft zu haben. Dabei habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Nee, doch, wir sind voll weit gekommen. Wir haben das Ding da verknüpft und vor allen Dingen stand da ein Motorrad rum an der Seite. Also ich hoffe, dass wir irgendwann auch mal diese Motorräder bauen können. Also sagen wir mal, ich weiß, dass man Motorräder bauen kann. Das Ding, das Dreirad, mit dem wir am Anfang angefangen haben. Aber, guckt ihn euch mal an. Guckt ihn euch mal an. Er sitzt hier gerade auf der Couch und während ich mit euch rede, deutet er die ganze Zeit an, dass er mal auf Toilette muss. Toilette, da drüben, bitte. Ja gut, dann geh halt aufs Klo. Oder weißt du was, geh duschen. Kannst ja eh alles auf einmal beim Duschen machen. So. Das wird jetzt erstmal zensiert. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.
Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen. Und reingehauen. Tschüssikowski. Jedes Mal, wenn wir duschen? Deshalb zwinkelt er so. Also.